Hallo und willkommen zurück zu Underrail. Anscheinend hatte ich hier komplett versäumt zu speichern beim letzten Mal. Muss man hier nochmal gerade neu den Krams einsammeln, die Fallen entschärfen. Da war dieser Hund. Da hoffe ich noch, dass ich was finde, dass ich da dran kann. Hier war eine Falle irgendwo. Oh. Da habe ich Glück gehabt. So, hier war nochmal eine Falle. Irgendwo. Da. Da war dieses Ding hinter, was mich sofort angegriffen hatte. Ich hack das Ding zu, aber ich werde da noch nicht reinlaufen. Nicht benutzen. Super Health Hypo. Ah ja. Oh, bin sichtbar geworden. Der ist da was am Zerbröseln. Shit. Okay, das passt aber. Was? Oh, meine Fallen! Hm, dann halt nicht. Dann machen wir das halt anders. Ah. Jetzt habe ich wieder... Habe ich da echt nicht gespeichert? Gerade... Nochmal. Wir kennen den Weg. Wieso habe ich da nicht gespeichert? Jetzt habe ich definitiv gespeichert. Ja.
Dann werde ich aber jetzt auch erstmal hier die Viecher töten, bevor ich da oben weiterlaufe. Da war ja ein Hund, den müsste ich einfach direkt erschießen können, denke ich, der da drin ist, ohne dass ich was anziehe. Wenn ich treffe. Yam yam. Doctor's Pouch. You can continently store and quickly access all kinds of medical equipment in this pouch. Aha. Naja. Ne, habe ich schon. Voll. Okay, dann machen wir jetzt die, die da links sind, wobei da wahrscheinlich dann einige geaggrot werden. ...481 Schaden. Speichern. Und die nächste. Und it's super effective. Achievement bekommen. Für 511 Schaden gemacht. Zombie-Familie. Naja, Mutanten. Ich meinte ja, ich muss auch was von den anderen verwenden. Dann machen wir das jetzt auch mal. Der erste wird da reinlaufen, der zweite wird da reinlaufen und den ersten mit in die Luft sprengen. So. Falls sie nicht sowieso direkt platzen. Na,
Treffen muss man dafür. Schnaps. Bratz. Ist das so dunkel oder wieso treffe ich da nicht? 44% ist hier nix. Hackelt gerade. Denn, also die muss ich sicher getötet haben, sonst wird das nicht funktionieren. Es sind zu viele. Komm zurück, du dummer Hund. Weiß, das reicht eigentlich. Okay. Hey, auf den. Wieso hakelt das hier so? Okay. Machen wir den noch da drauf. Oder auf einen von denen. Mal so. Naja, wobei der wahrscheinlich immun ist gegen das Gift. Und das könnte sein, dass ich mich damit jetzt selber sprenge. Nee. Dann passt's. Gut. Oh oh. Shit. Mmh. 52, 64, sauber. Schön. Weggeputzt. Speichern. Jetzt haben wir da natürlich die ganze Suppe rumliegen. Da war eine Keycard bei. Holding Cells Keycard. Ah.
vollständig überladen. Da transportiere ich aber jetzt nicht alles ab, da werde ich einfach mal wieder ein bisschen was hinlegen und hier weiter erkunden. Monsoon Crossbow, viel zu wenig. Wobei, die wiegen nichts, die kann man wieder disassemblen. Das ist viel. Also sehe ich jetzt nichts Schweres mehr. Naja. Also wahnsinnig viel kann ja eigentlich auch nicht mehr sein. Es gibt da noch eine zweite Ebene. Achso, dann machen wir lieber ohne Stealth. Weil hier dieses dreckige Roboter-Fieber. Plasma Sentry. Da kann ich jetzt tatsächlich mal so eine EMP-Mine benutzen. Habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Da war ich offensichtlich zu nah dran. So ein Köter. Hä? Wo kommst du denn her? Seltsam. Okay, dann benutzen wir mal gerade die Mine händisch. Kamikaze-Bot und Plasma Sentry beide getroffen.
Na. Okay. Pistol. Wieder überladen. Jetzt gehe ich da gerade erst noch rein. Oh, it looks like most of the files have either been deleted or encrypted. However, there are a couple of unencrypted emails you can access. To Mark Reed, subject aliases. Mr. Reed, due to recent tumults within the organization, we decided, for security reasons, use aliases in all external communication from now on. You'll find that this is in a full compliance with the security rulebook, as well as local governance mandate. The aliases for the primary staff are assigned as follows. Und das sollten wir uns mal aufschreiben, denke ich. Gerald Adams, Comus, Olexi, Maka, Chiron, Witt, Nozek, Talilo, Earl Evans, Minte, Njort, Abbott, Nessus. It looks like more blah blah. To Mark Reed, subject, file transfers. Mr. Reed, as per your request, we have transferred all the assistant staff files to Core City, though I doubt this will be of any use to you. By this time, they could be anywhere, and they are no longer worth the resources that would be required to track them down. From Mark Reed, subject, RiRi file transfers. Received and filed under the following code. Hello. Mr. Reed, I strongly suggest that you act upon what we discussed in person last week. Talo is acting weirder with every passing day. Talo is with... And I fear there might be something wrong with him psychologically. He is now conducting research exclusively on his own, refusing to cooperate with his colleagues. He hasn't written a report in days now, and openly admits that he will not share his knowledge with anyone. He also seems very irritated by the absence of his assistant. Room 2 Key, Pankea Lab, Shock Bullets, Rattan Leather Tabi Boots. Zigaretten. Legen wir erstmal da noch ein paar Sachen drauf. Ein bisschen zu erkunden ist da noch. Und hier muss ich noch schauen, dass ich da dran komme. Ja.
Was haben wir denn hier? Toilette mit nichts. Da haben wir Türen. Hacking. Wardrobe. Biocorp Technology Catalog Fragment. Das ist aber dann auch schon der 10. Ist auch voll. Unlock. Na toll. Wir können das Bett verwüsten. Wir können auch überall einbrechen und die Betten machen. Driver Manual. Naja. Woher, wofür das jetzt mit dem Schlüssel gut war, weiß ich nicht. Vielleicht hätte das aber auch gar keinen tieferen Nutzen. Oder wir werden da später für eine Questing geschickt und dann sehen wir irgendwas Besonderes noch in dem Raum. Wer weiß. Ja. Da war nichts. Hacking. Na, zu früh geklickt. Flip. 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 Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich sie eben nachgeladen hatte. Vielleicht dadurch, dass ich es eben abgebrochen hatte, dass ich einmal Energie verschwendet hatte. Aber das mit den Kamikaze-Bots ist auch mal super dämlich. Ich meine, was will man denn dagegen machen? Wenn die einen auch im Stealth sofort sehen. Was ich hier nur machen kann, ist die Tür öffnen, sofort auf rundenbasierten Modus schalten. Und weglaufen. So. PDA haben wir aber schon. Bringt da leider nichts mehr. Überladen. Das Gehacke höre ich da nicht mehr. Das heißt, denn das war der, der eben angekommen ist. Das Encyclopedia Fragment wieder. Und da haben wir noch dieses eine Teil, was man lernen kann. Ja, das hier sieht mittlerweile schon recht voll aus. Es gibt aber dennoch noch viele, viele Lücken. Wobei es anscheinend auch einige Sachen gibt, die man nur durch Stehlen bekommen kann. Von daher... Room 1. Okay, es ist... Gibt es wahrscheinlich zu allen Räumen was. Zumindest hatte ich da mit diesen Dingern, dass man was mit Stehlen nur
finden kann. Ein Forum, glaube ich, mal irgendwo aufgeschnappt. Was jetzt der Wirklichkeit entspricht, weiß ich nicht. Also mit Pickpocket. Hier ist jedenfalls so nichts mehr. Ich gehe jetzt noch runter und werde hier diese Dinger noch benutzen. Ohne Gasmaske. Ich muss mehr. Ich werfe hier einfach mal den Kram weg. Ups. Und lade das gleich wieder ein. Bin immer noch bei 7 und. Was ist denn hier so schwer? Okay, die wiegen 9, die sind verhältnismäßig schwer. 4. Ah, hier. Mutant Acid Gland, okay. Legen wir die gerade auf Seite. Wichtig ist mir jetzt erstmal, wenn ich da reinlaufe. Erstmal zwiebel ich mir wieder eine Bandage rein. Ich da reinlaufe, dass ich da nicht länger drin stehe als nötig. Aha. Lob Trap. Und stirb. Kaputt. Also in dem war was. Und dann müssen wir erstmal warten, bis das ausgetickt ist. Wir können in der Zwischenzeit eine Bandage benutzen. Da habe ich auch ein bisschen viele mit. Regenerating. So, und dann gucken wir noch mal da hinten rein. Ah ja. Kann man aber nichts mit machen. Und tot. Dann gucken wir nach vorne dieses Ding an. I waste. Brauchen wir alles nicht. Dann können wir uns hier eigentlich auch schon wieder verdrücken. Und dann ist jetzt tatsächlich alles fertig erforscht auf der Ebene.
So. Das muss nicht sein. Damit ist überladen. Dann gehen wir halt eins davon wieder zurück. Oder eins davon. So. Dann können wir wieder nach Hause laufen. Hier kommen wir sicher später wieder nochmal hin. Ja, dann müssen wir noch schauen, was es mit der University auf sich hatte. Hier hat man noch Crap hingelegt. Kann ich ein bisschen was so mitnehmen? Hängt gerade ein bisschen irgendwie. Werde ich das jetzt gerade mal ausprobieren mit der University. Einfach mal den Zug nehmen, aber ich nehme an, dass das dieses blockierte Gebiet war, weil da ja auch ein Zug vorstand. Epion Lab. Ne, machen wir das. Das war das, wo die einen nicht durchgelassen haben. Epion Lab, okay, und das andere? University. Ach, das ist dieses Chart-Ding. Verstehe. Naja, aber da kann man ja nichts machen. V
Foundry Worker. Na gut, dann wissen wir da auch Bescheid. Dann gehe ich erstmal wieder Zeugs verkaufen oder wegbringen. Gedöt, fahren wir nach Lower Level und dann werde ich erstmal in meinem Fässchen vorbeischauen, Sachen einlagern und dann hoch zu dem Händler. Also nach Norden, nicht höhenmäßig hoch. Und dann würde als nächstes anstehen, entweder... Nee, man könnte natürlich auch Quests machen. Aber, was mich stört ist jetzt, dass ich diese Figur die ganze Zeit rumschleppe. Entweder würde ich ganz unten das erkunden. Und dann noch dabei angeln. Oder die Ebene quasi da drüber, wo halt über diese Röhren verlaufen sind. Na, ja, nehmen wir da auch mal rüber. So, und der Rest kann verkauft werden. Naja, so wahnsinnig viel ist es nicht. Ach, da war noch, von dem Bandage, ups. Von den Bandagen können wir... auch mal 20 einlagern. Die Rüstung geht logischerweise nicht kaputt, weil die mich nie anschießen. Also wenn die mich anschießen, bin ich meistens tot. Dann lade ich halt. Fast da. Dum, dum, dum.
gucken, ob der wieder was Neues will. Armor Set, Leather Armor. Ja. Ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel, was man da einnehmen kann. Legen wir den Rest wieder hier rein. Ja, das wird noch entladen. Jo. Ne. Ja. Dann könnt ihr auch noch mal eine Quest einschieben. Ich hab noch Munition mit, habe ich vergessen. Wir könnten da oben den noch mal versuchen vorbeizuschleichen. Aber ich glaube, da hatte sich so wenig getan, dass es immer noch nicht funktionieren wird. Das war hier unten der. Macht ihr das überhaupt auf hier? Ich denke, das könnte funktionieren. Ich hatte doch in der Box hier noch so ein Stealth-Apparat liegen. Der Kram noch rein. So, Stealth um 49. Ich speichere jetzt hier erst nochmal. Also nehmen. Ich vermute, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man den ohnehin umbringen muss.
Laden wir das auf. Wo ist es? Batterien, ja. So, speichern. Es klappt immer noch nicht. Aber ich sehe da jetzt auch keine Möglichkeit, das noch irgendwie zu verbessern. Wir könnten natürlich noch 20, 30 Punkte in Stats stecken, also in die Fähigkeit. Get out of here already! Na gut, dann machen wir das weiter. Kann man hier eventuell noch was verkaufen? Firearm Parts, 2 Firearms. Hat da irgendwas Interessantes im Angebot? Ja, nicht. Leider noch 3000. Das war zu viel, das ist zu wenig. Dreihundertdreißig. True Rate, danke. Der will wahrscheinlich meine Munition wieder kaufen. Die will er nämlich immer kaufen. Einmal Leather Armor, einmal Munition. Medizin will er haben. Die packen wir noch mit. Eins zu viel. Was Gescheites hat der hier nicht. Nö. Na gut. Dann. Ja, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bin mir noch nicht ganz sicher, was wir dann machen. Aber. Ja, sehen wir dann. Bis denn.